Hallo liebe Kinder, ich, eure Trainer Attila, ist wieder da. Ihr könnt nicht von mir verstecken, ich werde euch immer finden. Habt ihr keine Chance, ich will euch trainieren. Wir wollen ja lernen, ein bisschen Selbstverteidigung. Ich frage euch immer wieder, was ist Selbstverteidigung? Keiner kann mir immer antworten. Was ist Selbstbehauptung? Was ist Selbstverteidigung? Ich will mich verteidigen, wenn eine andere böse Junge auf mich kommt, will mich schlagen, ich will mich wehren. Ich will mich verteidigen und das ist Selbstverteidigung. Ich will, dass er mich nicht schlägt, ich will, dass er mir nicht wehtut. Und Krav Maga spezifisch ist dafür da, dass man auch sich verteidigen kann. Verteidigen heißt natürlich nicht, dass ich den anderen Kind wehtun soll. Das sage ich euch immer. Versucht den anderen Kind nicht weh zu tun, versucht euch zu verteidigen. Mein Ziel ist, mich zu wehren, mich zu verteidigen, jede Möglichkeit zu nehmen, bevor ich die andere Kind weh tue. Ich werde euch immer wieder fragen, im Unterricht, bitte merkt ihr das. Wenn ich dir frage, sollst du den anderen Kind schlagen? Ist deine Antwort, nein, ich will den anderen Kind nicht schlagen, ich will mich nur verteidigen. Ich will mich wehren, ohne den anderen Kind weh zu tun. Das ist unser erstes Ziel, was wir erreichen wollen. Dafür natürlich muss man trainieren, meine Stellung. Ich trainiere immer euch, dann sage ich, okay, du stehst ganz normal. Wenn eine Gefahr kommt, schau mich bitte von der Seite nicht an hier. Wenn eine Gefahr kommt, bumm, da ist eine Gefahr. Irgendwie, ich weiß nicht, er will mit mir reden, hallo. Bitte sei mal jetzt ruhig, bitte beleidige mich nicht, ja? Nochmal von hier, jemand kommt zu dir, natürlich nicht, dass er Freund ist, wenn jemand Freund kommt, gibt deine Hand, hallo, wie geht's? Aber jemand kommt böse, so, ja, du Blöde, du Junge, schreit dich an, du hebst deine Hände hoch, nochmal so in dem Bereich hier, sagst du bitte, beruhig dich bitte, ich will keinen Streit mit dir, ich will keinen Streit, beleidige mich nicht, hör auf mich zu beleidigen, ich will keinen Streit, bitte lass mich in Ruhe. Dann gehst du ein bisschen zurück, aber Hände, schau hier, V-formig, nicht durchstrecken, nicht das. Viele machen so, nein, Hände, V-formig, bitte übt diese Übung zu Hause. V, V, ein V, hier, bumm. Und Hände sind durchgestreckt, meine Hände sind angespannt, angespannt, V, angespannt, hier, ja, angespannt, ist zusammen, nicht zu, nicht offen, hier, so, das ist ganz wichtig, das musst ihr immer üben, Gefahr kommt, bumm, das hier, auf und dann wieder runter, Gefahr ist weg, Gefahr kommt, hey, das hier, und die Gefahr ist weg, Gefahr kommt, bumm, das da, ein bisschen hier, vorsichtig, das, wenn Gefahr kommt, bin ich vorsichtig, das da, das müsst ihr üben, bumm. Diese Stellung heißt Semi-Passiv-Stellung. Ja? Semi-Passiv ist gefährlich, aber ich bin nicht in Kampfstellung. Ich bin nur bereit. Ich will einfach mit ihm reden. Ich will, dass er aufhört, mich zu beleidigen. Ich will, dass er aufhört, mir weh zu tun. Ich will einfach aufhören, dass er überhaupt was macht. Ich gehe mit Händen frontal. So zeige ich, hey, bitte, bitte nicht. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, das erste Mal zu lernen. Nächste Übung, was wir immer mit euch üben. Wenn er dich beleidigt, wenn er mit dir streiten will, was musst du machen? Immer deine schwache Seite ist vorne und deine starke Seite geht hinten. Ich weiß nicht, welche deine starke Seite ist. Ich bin Rechtshändler, ich sage, meine rechte Hand ist hier, mein rechter Bein ist hier und ich bin Rechtshändler, das muss nach hinten gehen, bei mir hinten, bumm, okay? Das ist so, Pendel, lass du oben, erstmal so, du stehst und ein Schritt mit deiner starken Seite nach hinten und Hand bleibt da. Schaut mich an, hier eins und hier eins, okay? Und das üben wir mit einem Handbewegung, weil er will jetzt nicht aufhören, er will dich beleidigen, du sagst hier Stopp, das hier. Du bist hier, Stopp, musst du schreien. Du bist hier, Stopp. Stopp! Du bist hier. Stopp! Und Hand bleibt so oben, so lange oben, bis der andere da ist. Meine Hand geht nicht nach unten. Er ist da, Gefahr ist da. Wenn du stoppst, reißt, dann musst du ihm sagen, was du möchtest. Nur stopp und weg, geh weg oder geh weg, sagst du nicht. Du bist ein kluges Mädchen, ein kluges Junge. Du bist schlau, du bist intelligent, du bist stark. Und du musst wissen, was du machst. Und wir lernen dir. Ich lerne dir, was du machen sollst. Merk dir das und mach das, wenn du in Gefahr bist. Ganz wichtig, erstmal so, dann gehst du, Stopp!
dann zeigst du deine Finger auf ihn zu, fass mich nicht an. Und da ich möchte, dass du das übst zu Hause. Stopp, fass mich nicht an, ich will das nicht. Und da sollst du bitte üben, das musst du immer wiederholen. Stopp, fass mich nicht an. Was du möchtest, was hat er gerade gemacht? Er hat dich angefasst, sag ihm, fass mich nicht an. Was hat er noch gemacht? Er wollte dir wehtun. Stopp! Ich will, dass du aufhörst, mich zu schlagen. Hör auf, mich zu schlagen. Fass mich nicht an. Hör auf, mich zu beleidigen. Er beleidigt dich die ganze Zeit. Dann sag ihm, dass du ihm sagen möchtest, dass er aufhören soll, dich zu beleidigen. Dass er aufhören soll, dich zu schlagen. Sag ihm, was du möchtest. Und ganz laut. Und wenn er nicht aufhört, du schreist und er kommt nah, natürlich, du kannst dich ja verteidigen. Wenn er deine Hand packt, wenn er dich schlagen will, machst du Block. Das haben wir immer gelernt, heute werden wir auch üben. Block, dann kannst du ihn wegpushen und dann weglaufen und dir Hilfe holen. Dann musst du gehen und hol dir Hilfe. Versuch nicht mit den anderen Kindern zu kämpfen. Geh weg von dem Gefahrsituation, lauf weg, wenn er dich schlagen möchte, und verteidige dich durch deine Hilfe zu holen, dass du jemand holst, dass er dir helfen kann. Und so kannst du dich echt gut verteidigen. Nächste natürlich ist auch wichtig, nicht nur wegzugehen, sondern auch, wenn du sagst, stopp, fass mich nicht an. Du willst, dass er aufhört, dir zu weh zu tun, okay? Und dann bist du, er hat dich beleidigt in dem Moment. Er hat dich nicht geschlagen, sondern er hat dich beleidigt. Du sagst, hör auf, mich zu beleidigen, ich will das nicht. Und dann gehst du von dort weg. Du musst jetzt nicht jemanden hierher holen oder jemanden sagen, hey, Petzen, ja, Lehrerin, der hat mich beleidigt. Erstmal versuchst du, ohne dass du jemand weiter sagen musst, sag ihm, dass er das aufhört, dass du das nicht willst. Und wenn er aber wiederholt, immer wieder, er kommt immer wieder zu dir und sagt, hey, du Blöde. Und dann sagst du ihm laut und deutlich und dann gehst du, dann später erzählst du deiner Lehrerin in der Schule, draußen erzählst du deinen Eltern, der Junge beleidigt mich ganze Zeit und ich habe ihm gesagt, er soll damit aufhören und er hat nicht aufgehört, bitte, bitte erzähl deine Eltern. Rede mit deinen Eltern, was heute los war. Wenn du nach Hause kommst, hallo Mama, weißt du was, heute ist das so passiert, das habe ich das gemacht, das habe ich auch so gemacht, ich habe einen Streit gehabt, ich habe den Streit geschlichtet. Erzähl, rede mit deinen Eltern. Deine Eltern werden sich bestimmt freuen, wenn du mit denen schön unterhaltest. Genau, das ist die erste Stufe von Verteidigung. Okay, das könnt ihr schön üben zu Hause. Normalerweise laufen wir weg und ich versuche euch zu fangen. Und dann sagt, stopp, fass mich nicht an. Und dann darf ich dich nicht fangen. Das ist schön spielerisch. Okay, aber das könnt ihr auch zu Hause üben. Ganz laut, stopp, fass mich nicht an, stopp. Beleidige mich nicht und solche Sachen. Genau. Das ist erste Stufe, was wir lernen sollen.